Herzlich willkommen zur wöchentlichen Pressekonferenz-Nachsitzung der Landesregierung hier aus dem Landhaus 1 mit Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landeshauptmann-Stellvertreterin sowie Soziallandesrätin Waltraud Deeg. Wie gewohnt auf den Kanälen des Facebook- und YouTube-Kanals des Landes und für die Journalistinnen und Journalisten auch auf Zoom. Zuerst auf Deutsch, dann Italienisch und am Ende die Fragen in beiden Sprachen. Benvenuti alla conferenza stampa qua in Palazzo Widmann dopo la seduta della Giunta col presidente Arno Kompatscher e con la vicepresidente Waltraud Deeg, assessora anche al sociale. Come al solito ci potete seguire sui canali ufficiali della provincia sia su Facebook che su YouTube e per i giornalisti anche su Zoom. Partiamo con la conferenza stampa in lingua tedesca, poi italiana e alla fine le domande in entrambe le lingue. Bitte sehr, Herr Landeshauptmann. Ja, danke schön. Ein herzliches Grüß Gott auch meinerseits. Zunächst einmal lassen Sie mich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen an die Einsatzkräfte, die gestern im Zusammenhang mit den angekündigten Grenzkontrollen in Deutschland, Kiefersfelden, aber auch am Brenner, eine außerordentliche Arbeit leisten mussten, um ein Verkehrschaos zu verhindern. Dank auch der Zusammenarbeit mit dem Regierungskommissariat, aber insbesondere der Arbeit der Autobahngesellschaft A22, des Zivilschutzes, der Ordnungskräfte, des Weißen Kreuzes ist es gelungen, ein System aufzubauen, sodass ein Verkehrschaos verhindert werden konnte. Es hat, anders als es irgendwo verlautet hat, eben nicht kilometerlange Staus gegeben. Es gab in kürzeren Phasen einige kleinere Probleme, aber es ist gelungen, den Verkehr, vor allem die vielen LKWs, die auf den Parkplätzen Sadobrin, Sterzing, aber auch auf den anderen Rastplätzen geparkt waren, über die Grenze zu begleiten, die Tests für die Fahrer zu organisieren, das alles in kürzester Zeit. Ich selbst war den ganzen Sonntag in Kontakt mit dem italienischen Außenminister Luigi Di Maio, mit dem österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg, mit auch den zuständigen Verkehrsminister Giovannini, um hier auch natürlich zu erreichen, dass auch auf internationaler Ebene jetzt weiter daran gearbeitet wird, dass die Grenze und die Kontrollen an den Grenzen so gestaltet werden, dass sowohl der Personen- wie der Güterverkehr gewährleistet bleibt. Hier ist natürlich auch die Europäische Union gefragt. Wir haben inzwischen natürlich durch den massiven Einsatz all dieser Beteiligten es erreicht, dass wir eben ein Chaos verhindern konnten, dass wir Tests zur Verfügung stellen konnten, aber mittelfristig muss es hier europäische Lösungen geben. Die Nachricht gestern Abend war natürlich jene, dass bei uns jetzt auch das Vorhandensein der sogenannten südafrikanischen Variante des Virus festgestellt worden ist. In 6 Fällen, es betrifft also 6 Einzelpersonen, wo dieses Virus bestätigt worden ist, nach der entsprechenden Gensequenzierung. Die Personen halten sich in den Gemeinden Mosin Basayer, Rifyan, Meran und St. Pankraz auf. Es sind also 6 Personen in 4 verschiedenen Gemeinden. Das ist natürlich eine Nachricht, die uns mit Sorge erfüllt. Es war zum einen natürlich eine Frage der Zeit, dass auch bei uns diese Variante festgestellt wird. Das ist nicht nur durch die Nähe zu Tirol, wo es ja einige Hunderte dieser Fälle gibt, erklärbar, sondern auch, weil auch in anderen Regionen Italiens bereits Fälle dieser Mutation aufgetreten sind. Ja, somit war es leider zu erwarten, dass es auch bei uns Fälle dieser südafrikanischen Variante gibt. Vom Protokoll ist vorgesehen, dass in diesem Fall eine besondere Form des Tests, auch als des verbreiteten und massiven Testens natürlich einmal zunächst stattfindet und auch, dass das Contact Tracing, also die Nachverfolgung auch der Kontakte, die diese Personen hatten, besonders in ausgeweiteter Form erfolgt. Das ist bereits im Anlaufen, das ist bereits seit gestern, laufen die Organisationen dafür. Zusätzlich haben wir heute natürlich in der Landesregierung beraten, inwieweit es hier
jetzt weitergehende Maßnahmen braucht aufgrund dieser Neuerung. Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann ist derzeit in Kontakt mit den römischen Experten, also von ISS und CTS, also dem Comitato Tecnico Scientifico und der obersten Gesundheitsbehörde, um auch hier einen Meinungsaustausch zu haben, Empfehlungen einzuholen bezüglich allfälliger weiterer Maßnahmen, auch Restriktionen, neben dem zusätzlichen Testen und neben eben der Nachverfolgung. Wir werden uns dann am Nachmittag in der Landesregierung zusammensetzen, werden auch anhören, was eben Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann dann vorschlägt, auch aufgrund der Rücksprache mit den Experten in Rom. Und um 17 Uhr findet dann auch gemäß der Vereinbarung, die gestern im Landtag stattgefunden hat, ein Treffen mit dem Fraktionssprecherkollegium, eine Videokonferenz statt, wo ich dann entsprechend informieren werde und auch gegebenenfalls Stellungnahmen und Hinweise einholen werde. Falls noch zusätzliche Maßnahmen zu treffen sind, das ist wahrscheinlich, werden wir diese dann eben morgen dann auch verabschieden müssen, wird es also eine Verordnung geben müssen, die dann hier auf diese neue Situation reagiert. Noch zum Thema Covid. Allein gestern sind 12.229 Tests durchgeführt worden in Südtirol. Das heißt, wir haben knapp 2,3% der Südtiroler Bevölkerung an einem Tag getestet. Das waren 9.998 Antigentests und 2.231 PCR-Tests. Ich darf an dieser Stelle einmal meinen Dank aussprechen dem Personal, das diese Tests durchführt. Bei jedem Wetter, ja, man kann fast schon sagen, zu fast jeder Tages- und Nachtzeit. Also das sind natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiter im Gesundheitsdienst in erster Linie, aber auch unsere Partner in den Apotheken, die niedergelassenen Ärzte, die Gemeinden, die hier Teststrecken organisiert haben und natürlich auch die Unternehmen aufgrund der neuen Verordnung ja auch und den Vereinbarungen mit den Unternehmen, auch natürlich im produzierenden Gewerbe, all jene, die jetzt dies organisieren und vor allem diejenigen, die Tests durchführen, hier sei gedankt an dieser Stelle dafür. Das ist nach wie vor ein wichtiger Teil unserer Strategie, viel testen und somit möglichst viele Infektionsketten unterbrechen. Das ist auch von allen empfohlen. Ich habe es vorhin gesagt, es gibt im staatlichen Protokoll ganz klar den Hinweis, bei der südafrikanischen Variante besonders viel testen. Also wir testen bereits im ganzen Land besonders viel. Man wird da natürlich noch zusätzliche Tests in den betroffenen Gemeinden durchführen. So viel von meiner Seite zum Thema Covid. Ich darf noch kurz berichten über andere Beschlüsse, die in der Landesregierung gefasst worden sind, bevor ich Landeshauptmann Stellvertreterin Waltraud Deeg das Wort weitergebe zum Bereich Wohnbauförderung. Wir haben heute entschieden, der Gemeinde Bozen das Gebäude Ex-Ali Market für eine Tagesbetreuung für die Obdachlosen zur Verfügung zu stellen. Es geht hier ja darum, dass eine Zuständigkeit der Gemeinde ist. Wir haben in der Landesregierung aber gemeinsam natürlich gesagt, gerne stellen wir diese Immobilie zur Verfügung, kostenlos der Gemeinde, dass hier auch untertags entsprechend eine Betreuung stattfinden kann. Hier kann die Landesrätin dann sicher noch genaueres dazu sagen. Wir haben den Freiwilligen Landeszivildienst wieder ausgeschrieben. Also hier können sich wieder Freiwillige melden, um eben diesen Landeszivildienst auszuüben. Über 1 Million Euro steht da zur Verfügung. Es sind 150 Stellen, die hier dann in den verschiedenen Bereichen bei freiwilligen Organisationen im Bereich des Sozialen, Sport, Kultur und so weiter dann abgeleistet werden können. Auch das jedes Jahr eine wichtige Maßnahme. Und wir haben heute auch das Tätigkeitsprogramm des Landesbeirates für Chancengleichheit genehmigt. Dieser hat ja diese wichtige Funktion, die Gesellschaft nicht nur zu sensibilisieren, sondern auch für die Landesregierung beratend zu wirken, Vorschläge einzureichen. Und gerade in dieser Zeit der Pandemie wissen wir, dass es hier jetzt noch einmal aktueller und notwendiger geworden ist, hier auch eine faire Rollen- und Lastenverteilung in der Gesellschaft zu erwirken, faire Bedingungen für die Frauen, die immer noch in vielen gesellschaftlichen Bereichen benachteiligt sind gegenüber den Männern. Und in diesem Jahr natürlich steht ganz besonders auch die Ausarbeitung
des Aktionsplans des diesbezüglichen an. Das ist eine Aufgabe der Landesregierung. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, auch im Sinne der Istanbuler Konvention einen solchen Plan auszuarbeiten. Und hier natürlich ist auch die Hilfe des Beirates gefragt, der uns gerade auch bei diesem Thema berät in Bezug auf die Ausarbeitung dieses Planes. Damit will ich es belassen. Das Wort an Landeshauptmann-Stellvertreterin Walter Teck. Dankeschön, einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ich kann da nahtlos anknüpfen an das, was Landeshauptmann Arno Kompatscher gesagt hat. Das Thema Wohnen, das Thema Obdachlosigkeit ist ein zentrales Thema auch und gerade im Pandemiejahr 2020 und begleitet uns auch ins Jahr 2021. Wir sind dabei, ein soziales Netz zu schaffen bzw. es auszubauen für jene, die gerade in dieser besonderen Pandemiezeit auch eine zusätzliche Unterstützung brauchen. Und eine der wichtigen Säulen im Sozialsystem ist auch der soziale Wohnbau, der bei uns auch mit dem neuen Wohnbauförderungsgesetz eine Neuausrichtung erhalten soll. Das wird dann zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Heute haben wir uns in erster Linie damit auseinandergesetzt, anknüpfend an das ambitionierte Bautenprogramm, das wir auch vor 3 Wochen beschlossen haben, 190 Millionen Euro für mehr Wohnungen und mehr Qualität auch im sozialen Wohnbau, haben wir heute auch über das Management dann in dieser Sozialwohnungen gesprochen und es geht im Wesentlichen um die Rangordnungen. Die Neuerungen, die wir einführen möchten, sollen in erster Linie das System schlanker machen, aber auch vor allem für die Bürgerinnen und Bürger nutzerfreundlicher. Heißt, Sie können sich heute vorstellen, es suchen an die 5.000 Menschen pro Jahr in Südtirol für eine Sozialwohnung an. Davon sind 70% der Gesuche immer nur Erneuerungen der Gesuche. Und die Ansuchen passieren normalerweise im Zeitraum September und Oktober. Das ist eine Riesenbelastung für die Bürgerinnen und Bürger selber, aber auch natürlich für die Gemeinden, wo angesucht werden kann, und für das WOBI. Und deshalb haben wir gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir sehen jetzt vor, dass die Rangordnungen grundsätzlich für 3 Jahre erstellt werden. Wir führen auch ein, anknüpfend an alle anderen Sozialleistungen, weil auch eine Sozialwohnung ist eine umfangreiche Sozialleistung, dass wir die EWE als Grundlage für die Wohnungszuweisung, für die neu zugewiesenen Wohnungen einführen. Das heißt, ich suche einmal an, 3 Jahre Gültigkeit, habe damit natürlich auch den Vorteil, dass die Gesuche zeitnah bearbeitet werden können. Das heißt, innerhalb von 90 Tagen sollen dann die Menschen, die ansuchen für eine Sozialwohnung, auch eine Rückmeldung erhalten für die zugewiesene Punktezahl. Und dann auch vor allem, wenn es zu einer Abweisung kommt, die Möglichkeit, dann erhalten zeitnah auch einen Rekurs dagegen einzubringen. Wichtig ist auch, dass wir das Ganze vereinheitlichen und verschlanken, auch in einem einzigen Beschluss. Ich darf Ihnen das sagen, das ärgert mich selber auch immer, wenn die Dinge nicht transparent sind. Und da können jetzt die Menschen endlich einmal in einem Beschluss nachlesen, wie die Zuweisungen auch transparent nach außen erfolgen und auch das nachvollziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Was auch ganz wichtig ist, dass das nicht heißt, dass ich 3 Jahre lang dann in dem System, in dieser Rangordnung, wenn Sie so wollen, auch dann meine Position nicht verbessern kann. Natürlich wird Wert darauf gelegt, wenn die Familiensituation sich vergrößert oder wenn Zivilinvaliditätspunkte sich verschlechtern, da auch dann einzugreifen. In diesem Sinne, glaube ich, ist das ein wichtiger Schritt auch. Weitere werden folgen und ich darf damit auch schon wieder zurückgehen. Sì, ecco. Innanzitutto permettetemi di esprimere un ringraziamento a tutti i soggetti che erano coinvolti ieri, devo dire anche già l'altro ieri nei lavori preparatori, nelle operazioni per evitare un caos anche sul confine, perché come tutti sapete era annunciato questo controllo e questo blocco addirittura del confine da parte della Baviera, della Germania, verso l'Austria e ovviamente si temevano poi code anche in tutto il Tirolo, ma anche eventuali misure sul Brennero da parte dell'Austria stessa, con le conseguenze anche sul nostro territorio e non solo. Beh, innanzitutto a livello diciamo diplomatico, tutta la domenica ho sentito i ministri competenti
il ministro degli esteri Di Maio, più volte anche il ministro austriaco Schallenberg, la sera ancora il ministro delle infrastrutture Giovannini, ovviamente per ottenere anche, diciamo, da parte loro, diciamo, una forte spinta verso la Germania di volere desistere, diciamo, da questa idea di bloccare addirittura il trasporto merci. Questo sicuramente ha avuto qualche effetto, l'intervento del governo sia italiano, forse anche quello austriaco, comunque qualche effetto l'ha portato, perché alla fine non ci sono stati questi blocchi annunciati, però comunque c'era qualche difficoltà, non ci sono state le code lunghe come qualcuno aveva ieri comunicato, però qualche problema c'è stato, però si è limitato tutto a qualche piccolo problema, soprattutto per l'intervento sia del commissario del governo, che ha ovviamente coinvolti tutte le forze dell'ordine, ha coordinato questi lavori, la società A22, la protezione civile, ovviamente tutte le forze dell'ordine stesse e la Croce Bianca. Abbiamo potuto allestire un'area test per i camionisti e così abbiamo potuto permettere a loro, diciamo, di comunque attraversare il confine, liberando così anche il grande parcheggio Sadobre a Vipiteno, ma anche man mano anche quelli più a sud, e poter evitare un caos. Grazie davvero per il lavoro fatto. Ovviamente qui questo lo possiamo fare in questa situazione, però ci vuole sicuramente una soluzione in uno spirito europeo che permetta anche di garantire anche in futuro il transito di merci e persone nei paesi interessati. La notizia di ieri sera, ovviamente di una grande importanza, purtroppo è successo adesso, è stata confermata la presenza anche della cosiddetta variante sudafricana del coronavirus. Era, ahimè, nelle attese, avevo sentito già nei giorni precedenti il ministro Speranza sul punto, poi ieri vi ho comunicato subito anche questa conferma, e era questione di tempo, sapendo che sia in Tirolo, dove purtroppo si erano riscontrati centinaia di casi con questo virus, ma anche già in altre regioni in Italia ci sono state delle presenze confermate, e perciò adesso è toccato anche a noi, è stata confermata questa presenza. 6 casi in 4 comuni, Moso in Passiria, Rifian, Merano e in Val d'Ultimo, e qui adesso sono scattate subito le operazioni che sono previste dai protocolli per la presenza delle varianti. C'è un testing davvero, diciamo, poi massiccio nelle zone interessate, in una situazione dove l'Alto Adige già, come sappiamo, fa tantissimi test, però qui ovviamente si concentreranno ancora di più anche su queste zone, e anche il ritracciamento, il contact tracing allargato per tutti coloro che sono stati in contatto con queste persone. Questi lavori sono già partiti. Ieri, dopo aver informato io stesso il ministro alla salute Roberto Speranza, oggi è l'assessore alla salute nostro Thomas Widmann, che proprio adesso in contatto con gli esperti dell'ISS e del CTS per discutere con loro eventuali ulteriori misure da intraprendere. Oggi pomeriggio ci riuniremo di nuovo come giunta, anche poi avendo questo riscontro da parte degli esperti romani, per poi decidere o, diciamo, definire eventuali misure. Però prima di adottarle, è già stato convocato per le ore 17 il collegio dei capigruppo in consiglio provinciale. Andrò a informarli su quello che sarebbero i piani della giunta e sentire anche loro. Poi eventuali misure le adotteremo domani con ordinanza. Ecco, a questo punto vorrei però anche ringraziare tutte le persone che sono coinvolte in questa attività straordinaria di testing che noi facciamo giorno per giorno ogni settimana. Solo ieri sono stati effettuati 12.229 test, sono 9.998 test antigenici e 2.231 test PCR.
che sono stati svolti e ovviamente anche poi analizzati solo nella giornata di ieri. Fate conto che questo corrisponde quasi al 2,3% della popolazione altoatesina in un solo giorno. E questo sicuramente, questa strategia, ci darà la possibilità di continuare a interrompere catene di infezioni e soprattutto, consigliato da tutti gli esperti, diciamo, più test fai meglio è. Ovviamente questo è seguito da tutto il lavoro anche non solo dell'analisi e della comunicazione, ma anche dell'isolamento delle persone, della prescrizione della malattia, dove è richiesto e quant'altro. Perciò a questo punto vorrei ringraziare tutti coloro che sono coinvolti in queste operazioni, in questa attività, soprattutto chi poi materialmente effettua questi test. Mi riferisco soprattutto al personale sanitario, infermieristico, medici, che anche, anche spesso all'esterno si trovano con le temperature che abbiamo tutto il giorno a effettuare questi test, ma ovviamente faccio riferimento anche ai nostri partner, ai farmacisti, alle farmacie, cioè ai medici di medicina generale, ai comuni che hanno istituito queste postazioni anche per fare ulteriori test. Grazie a tutto, questo è sicuramente un contributo importantissimo per la nostra lotta contro la pandemia. Altre delibere che abbiamo trattato oggi in giunta, uno riguarda la messa a disposizione del ex Ali Market al comune di Bolzano per un centro diurno per i senza tetto. Questo su richiesta del comune. Sapete che senza tetto, il tema, diciamo, dell'assistenza ai senza tetto è un tema, diciamo, che rientra nelle competenze dei comuni, però ben volentieri la provincia dà una mano al comune di Bolzano. Sarà messo a disposizione a titolo gratuito questa struttura anche per avere un servizio anche durante il giorno per queste persone. Dove sapete che c'è poi la fiera dove c'è alla fine spazio per di notte per queste persone. Ecco, detto questo, posso riferire ancora che abbiamo oggi deciso di mettere oltre 1 milione di euro a disposizione per il servizio civile volontario provinciale. Si tratta di 150 posti per persone che hanno la volontà di collaborare e di lavorare per associazioni di volontariato nei vari settori del sociale, della cultura, dello sport, per fare un'esperienza, per avere un'attività che dà sicuramente tanta soddisfazione, un senso alla vita e un grande contributo alla società. E questo è sicuramente un'iniziativa importante per i giovani. Si tratta di 8 o 12 mesi, i giovani possono scegliere il tipo, diciamo, di prestazione che vogliono dare. Ultimo tema di cui vorrei parlare io è la pari opportunità. Il tema riguarda l'approvazione del programma annuale della consulta della Commissione per la pari opportunità, che ovviamente non ha solo il compito di sensibilizzare la società, tutte le persone, tutti i soggetti per questo tema importantissimo, di dare pari dignità, pari diciamo anche reddito, pari prospettive anche di carriera alle donne nella nostra società, e sappiamo che purtroppo siamo ancora assai lontani da questo obiettivo, ma loro hanno anche ovviamente il compito di consulenza, di dare consigli e suggerimenti alla giunta stessa. Questo nel 2021 sarà di particolare importanza, perché la Giunta si è posto l'obiettivo di elaborare il piano di azione per la pari opportunità, per l'uguaglianza tra donne e uomini, prevista tra l'altro anche dalla Convenzione di Istanbul, prevista a livello internazionale, che i governi si diano un piano di questo tipo, e qui sarà sicuramente la Commissione pari opportunità che ci darà spunti e elementi per l'elaborazione di questo piano, che è compito della Giunta, che noi ci siamo posti anche come obiettivo fisso di volere non solo elaborare ma anche adottare questo piano, che sarà un piano pluriennale ovviamente, che sarà poi sempre anche rivisto in una prospettiva dinamica nei futuri anni. Ecco, mi fermo qui, cedo la parola alla Vicepresidente Valtra Te, che ci parlerà di edilizia abitativa.
Grazie. Un cordiale benvenuto anche da parte mia, cioè la Giunta oggi ha fatto un secondo step relativamente a un pilastro anche molto importante del nostro tessuto sociale, soprattutto anche del nostro sistema sociale, che è il tema dell'Istituto per l'edilizia sociale. Cioè, ricordo un attimino che 3 settimane fa abbiamo deliberato in giunta un ambizioso programma di investimento, cioè nuova costruzione ma soprattutto anche risanamento straordinario di più di 600 alloggi nei prossimi 3-4 anni. Quindi anche l'impatto delle decisioni che riguarda sempre l'IPES è uno importante relativamente anche alle cifre, vedendo che l'IPES ha più di 13.000 alloggi, più di 30.000 affittuari, cioè con un canon medio mensile di 203 euro. E quindi cioè, fatto anche il calcolo dell'affitto a metro quadro, 2,15 euro. Relativamente alla nostra realtà è molto, molto più avanti, posso dirlo anche a livello delle altre regioni, ma anche un modello best practice a livello europeo. Quindi non solo l'IPES è importante, ma soprattutto anche la gestione di questi immobili, che devo dirlo molto chiaramente, l'abbiamo oggi reso un po' più snello e soprattutto anche un po' più trasparente e più vicino ai bisogni anche di un'amministrazione moderna e più snella. Quindi abbiamo previsto che la pratica che fino ad oggi era quella di presentare annualmente le domande per le graduatorie, che queste domande dovevano essere presentate nei mesi settembre-ottobre da più di 5.000 persone su tutto il territorio, ma soprattutto anche a Bolzano. Questa è una prassi che non solo in tempi di pandemia, ma anche nei prossimi anni non è più, cioè non corrisponde più ai bisogni e anche ai modelli best practice di un'amministrazione moderna. Quindi abbiamo deciso oggi che le domande possono essere presentate in qualsiasi momento durante l'anno, possono essere presentate come già adesso ai comuni che entro 20 giorni trasmettono le domande all'IPES, che l'IPES poi fa la valutazione delle domande, quindi decide la graduatoria entro 90 giorni, poi le persone che fanno domanda per l'assegnazione di un alloggio IPES hanno anche chiarezza sul quale il punteggio, su quale posto si trovano nel graduatorio e quindi anche la validità di questo graduatorio oltre per 3 anni. Quindi la domanda può essere ripresentata qualora la situazione si migliori per la famiglia. Il tema è anche che abbiamo un po' ristretto sempre per rendere più efficiente, ma soprattutto anche l'assegnazione di questi alloggi che vanno assegnati a coloro che ne hanno bisogno in maggior parte, cioè alle famiglie, e abbiamo introdotto il sistema come adesso l'abbiamo in tutte le altri tipi di prestazioni di tipo sociale, cioè abbiamo introdotto il DURP e soprattutto anche la terminologia di cosa è la famiglia e qual è la composizione in un nucleo familiare. L'abbiamo deliberato anche nuovamente in questa decisione della giunta di oggi. Quindi sono delle, penso, misure importanti, altre arriveranno nei prossimi mesi anche con la nuova legge sull'edilizia agevolata, ma anche poi sociale, e passo nuovamente la parola. Grazie. Grazie, danke schön. Damit sind wir am Ende der Vorstellung der Themen. Wir kommen zu den Fragen in der Pressekonferenz. Wie immer, zuerst bitte die Fragen, wenn möglich, live stellen. Sie können jetzt Fragen stellen, ansonsten sehe ich dann auch 2 Fragen, die von den Journalistinnen schon über die schriftliche Form, über den Chat hereingekommen sind. Chi vuole porre le domande in diretta, prenderei prima quelli, se no vado alle domande che sono state poste nel Chat. Ich höre keine Fragen. Ci sono 2 domande riguardante sempre i casi di variante. Nein, Josef, so Max. Hallo? Ja, bitte.
Ja, bitte. Ja, Barbara, also eigentlich hatte ich die Hand schon oben und deswegen, ich habe nur gewartet, okay, ob mir das Wort erteilt wird. Ich hätte eine Frage, wie es mit den Impfungen ausschaut, mit den Plänen, die der Präsident des Veneto, Luca Zaia, hat ja in den Medien angekündigt, auch in seiner Hauspostille Corriere Veneto, dass er eben ein Angebot über 27 Millionen Impfdosen hätte, also 12 Millionen und 15, genau genommen sind es zwei Angebote über sichere Kanäle und erwarte auf die Zustimmung von Arcuri. Vielleicht weiß der Landeshauptmann da mehr. Ist das etwas Realistisches? Zaia sagt, in einem Monat könnten die geliefert werden. Sind wir da mit dabei oder gibt es da was Genaueres inzwischen? Also ich bin sowohl mit dem Kollegen Präsident Luca Zaia als auch mit dem Präsidenten der Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, eigentlich täglich in Kontakt. Es gibt zum einen diese bewährte Einkaufsgemeinschaft zwischen der Emilia-Romagna, Venetien und Friuli, Julisch-Venetien. Die haben ja bereits früher gemeinsam auch Tests eingekauft als Einkaufsgemeinschaft. Und das ist eine Initiative, das ist die, über die Sie jetzt sprechen, die Luca Zaia bereits auch in den Medien genannt hat. Es gibt dann noch seitens der Emilia-Romagna zusätzlich noch Bemühungen mit einem anderen Hersteller. In beiden Fällen ist mir von den Kollegen zugesichert worden, dass wir uns als Land Südtirol, sollte die Operation erfolgreich sein, natürlich uns einklinken, anschließen können, auch unser Quantum miterwerben können. Allerdings will ich hier nicht vorschnell falsche Hoffnungen wecken. Es ist zunächst einmal natürlich die Solidität des Angebots genauestens zu prüfen. Sie wissen ja, die Europäische Union, die Antikorruptionsbehörde OLAF im Besonderen, hat alle Staaten und alle Regionen Europas wirklich massiv davor gewarnt, hier irgendwelchen falschen Angeboten auf den Leim zu gehen. Also das muss wirklich ganz genau geprüft werden. Darüber hinaus braucht es natürlich die Absprache mit dem Gesundheitsministerium beziehungsweise mit den dort zuständigen Stellen, in diesem, Sie haben es schon genannt, Sonderkommissar Domenico Arcuri, aber auch natürlich die Prüfung durch AIFA. Es muss sich natürlich um die in Italien zugelassenen Impfstoffe handeln, also zunächst in Europa, EMA und dann von AIFA zugelassenen Impfstoffe. Und es ist gleichzeitig parallel auch unser gemeinsames Anliegen der Regionen, und hier ist auch Luca Zaia und auch Bonaccini genauso, die anderen sehen das so, grundsätzlich ein Anliegen, wir sagen auch dem Staat, bitte, das könnte doch diese Aufgabe die Regierung wahrnehmen. Wir haben sonst auch wieder eine Diskussion innerhalb Italiens, dass der Norden jetzt zusätzlich Impfstoffe hat, muss dann der Staat mit seinen Impfstoffen ausgleichen, und das wäre dann irgendwo absurd, wenn man am Ende dann einkaufen würde und dann trotzdem nicht mehr hätte, weil dann staatliche Impfstoffe weniger zugeteilt werden. Das muss also alles abgestimmt und abgesprochen sein. Ministerpräsident Mario Draghi hat bereits angekündigt, dass es für ihn wirklich auch eine vordringliche Zielsetzung ist, dass die Impfkampagne so schnell wie möglich durchgeführt wird und sei es auch über den zusätzlichen Erwerb von Impfstoffen. Es hat sich also die Regierung selbst auch angeklinkt. Das ist ein Thema, das täglich sich jetzt weiterentwickeln wird. Bis jetzt ist das der Stand, was Sie auch vermeldet haben. Wir sind in laufendem Kontakt. Wir müssen aber auch jetzt sehen, was die Regierung in Rom macht und was die weitere Entwicklung ist und ob sich dann das auch bestätigen wird. Danke vielmals. Darf ich eventuell noch eine zweite Frage nachschieben? Die Online-Medien melden, dass es in diesen vier betroffenen Gemeinden restriktive Maßnahmen geben soll, im Sinn, dass am Montag die Schulen nicht aufmachen. Also am Montag müsste ja die Grundschule, der Kindergarten und auch die Mittelschule in diesen Gemeinden oder in diesen Tälern, wenn man es genau nimmt, wieder aufgehen. A, stimmt das? Und B, sind das Maßnahmen, die werden Maßnahmen nur für diese Gemeinden angedacht? Oder ist das Thema Schule auch ein Thema, das südtirolweit jetzt diskutiert wird? Soll man am Montag wirklich die Grundschule, die Mittelschule aufmachen, wenn man nicht weiß, wie weit oder wie groß der Verbreitungsgrad dieser südafrikanischen Mutante ist? Ja, zum einen diskutieren wir natürlich jetzt, und das ist auch das, was Landesrat Wiedmann zurzeit macht, die spezifischen Maßnahmen für die betroffenen Gemeinden. Gleichzeitig besorgt uns dieses diffuse Auftreten, weil es ist ja sechs praktisch bestätigte Varianten
von Personen, die in 4 verschiedenen Gemeinden ansässig sind, natürlich auch insgesamt. Und deshalb werden wir uns natürlich darüber beraten, ob es auch landesweit hier noch Notwendigkeiten gibt. Das wird heute Nachmittag stattfinden, nachdem auch Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann weitere Informationen und auch Empfehlungen eingeholt hat. Wir werden uns in der Landesregierung besprechen und ich werde, wie gesagt, anschließend dann auch mich mit dem Fraktionssprecherkollegium zumindest virtuell treffen, um hier dann auch zu sagen, was dann nun geplant ist. Also ich schließe nicht aus, dass es auch landesweit Entscheidungen geben kann. Sicher, mit Sicherheit wird es Maßnahmen in den betroffenen Gemeinden geben, aber alles Weitere werden wir dann heute Nachmittag festlegen und auch dann mit dem Kollegium der Fraktionssprecher zumindest besprechen. Prego, il Presidente, di dare la risposta sia sulle vaccinazioni che anche sulla tematica delle restrizioni della variante sudafricana in italiano, perché ci sono le domande anche qua sul chat. Sì, beh, in tema di vaccini sappiamo, conosciamo l'iniziativa del Veneto, del Presidente Zaia, ma non solo, perché loro sono già in contatto da mesi come regioni, l'Emilia Romagna, il Veneto e anche il Friuli Venezia Giulia, hanno già a suo tempo provveduto all'acquisto di tamponi, di materiale, di kit per i test e perciò diciamo è una compagine, una collaborazione collaudata. C'è questa iniziativa che è stata già rilevata da parte del Presidente Zaia per poter acquistare dei vaccini. Qui bisogna adesso verificare davvero la solidità e tutte le garanzie riguardo a questa offerta, a questa proposta che sembrerebbe sia sul mercato. Sappiamo che l'Organizzazione Europea per l'Anticorruzione, Olaf, ha comunque avvertito tutti gli stati e le regioni che ci sono anche in giro delle offerte fasulle, comunque che bisogna stare molto attenti, fare tutte le verifiche del caso e queste si stanno facendo in questi giorni per ottenere tutte le conferme. Poi bisogna però comunque anche concordare qualsiasi iniziativa di questo tipo col governo, innanzitutto per quanto riguarda anche la possibilità di usare questi vaccini, devono essere vaccini ammessi comunque prima dall'EMA a livello europeo, ma anche poi dall'AIFA in Italia. E comunque va anche poi concordato l'effetto. Se regioni del nord in questo caso acquistano ulteriori vaccini, cos'è? Si fa poi una specie di riequilibrio con quelle con la dotazione statale, allora avrebbe per le regioni stesse poco valore aggiunto a questa iniziativa, per il sistema paese invece sì. Allora mi domando se non è il caso che sia il governo a provvedere all'acquisto dosi aggiuntive. Tutte queste interlocuzioni sono in corso in questi giorni. Io mi sono sentito negli ultimi giorni più volte sia con Luca Zaia sia anche con Stefano Bonaccini, perché anche l'Emilia Romagna da sola comunque sta lavorando su un'offerta che gli è pervenuta, che sembra invece essere anche questa valida tra le migliaia altre offerte che comunque vanno subito filtrate, perché si capisce che non si tratta di cose serie. E poi ci sarà comunque una interlocuzione col governo, perché senza di questo non lo si può fare, ma sicuramente è un obiettivo condiviso. Prima i vaccini, le dosi arrivano, meglio è per noi tutti. E mi sono dimenticato di dire, sia con Zaia che con Bonaccini, ho concordato che eventualmente, se l'operazione va in porto, l'Alto Adige può senz'altro accodarsi, anche noi possiamo fare parte di questo gruppo per gli acquisti di vaccini aggiuntivi. Per quanto riguarda invece le misure che saranno necessarie per la presenza della nuova variante del virus, sì, beh, sicuramente riguarderanno i comuni interessati. E appunto l'assessore alla salute adesso sta anche sentendo gli esperti a Roma per prendere anche dei consigli per quanto riguarda eventuali misure, però ci preoccupa il fatto ovviamente che abbiamo 6 casi in 4 comuni diversi. Questo
lascerebbe pensare già a una abbastanza, diciamo, situazione diffusa e perciò dovremmo sicuramente valutare se c'è bisogno anche di qualche ulteriore misura o proroga di qualche misura anche a livello provinciale. Per ora non è deciso niente, appunto perché sono ancora in corso le interlocuzioni, ci riuniremo oggi pomeriggio, riferiremo poi al Consiglio provinciale e se del caso le misure poi finiranno in ordinanza del Presidente. Grazie, penso che le domande su questa tematica ci siano chiarite, ne ho due altre in chat, ma c'è ancora una domanda in diretta? Attualmente non vedo. Ci sono due domande, una da Chiara Corodossi del Corriere dell'Alto Adige, un'altra di Antonella Mattioli dell'Alto Adige, ma pongo tutte e due in un momento. Avete definitivamente rinunciato alla stagione sciistica? È una delle domande. E l'altra è se avete intenzione di aprire i negozi di computer e telefonia. Beh, sulla prima domanda abbiamo avuto negli ultimi giorni una serie anche di incontri, videoconferenze con gli operatori del settore turistico, con i rappresentanti anche di associazioni turistiche e quant'altro. Se constatiamo che gli spostamenti tra le regioni comunque rimarranno ancora fermi per qualche settimana, perché è già stato annunciato che questo, diciamo, spostamento che è stato fatto di quel termine di riapertura era solo, diciamo, un primo spostamento, ce ne saranno altri, così almeno si ipotizza, che anche la riapertura degli impianti adesso è stata spostata e sarà spostata ulteriormente. Questo non sono solo voci di corridoio, questo si dà già per scontato. Allora tutti siamo consapevoli e dobbiamo essere consapevoli che parlare di stagione turistica invernale, anche sapendo quello che succede poi negli altri paesi dai quali provengono i turisti, di solito Austria e Germania, dove hanno prorogato i lockdown già fino a marzo, già adesso annunciando che solo a marzo, per esempio, in Austria si riparlerà poi un'eventuale riapertura. Non hanno neanche annunciato la riapertura a marzo, per esempio, del settore gastronomico, sapendo che in Germania anche lì si tende per allungare ancora il lockdown, che tra l'altro in Germania esiste dal 3 novembre, chiuso tutto il settore gastronomico, e perciò io credo che sia alla luce del sole che una stagione turistica invernale, come noi la pensiamo, quest'anno sicuramente non ci sarà più. Adesso bisogna prepararsi e fare tutto, diciamo, per superare questa emergenza che abbiamo adesso, perché adesso di nuovo di emergenza parliamo, e poi creare i presupposti per poter in primavera poi avere di nuovo le attività. Questo purtroppo bisogna dirlo in termini molto netti, essere molto franchi e chiari, anche perché la gente ha bisogno di programmazione, deve sapere, e noi innanzitutto adesso pensiamo ai ristori, sia a quelli statali, dove speriamo che presto vengano adottati i provvedimenti che erano già stati preparati in parte dal precedente governo, ma anche a livello provinciale, dove andremo adesso proprio a confezionare il pacchetto su cui si sta lavorando, inserendo le risorse necessarie nella seduta di marzo del Consiglio provinciale per poter poi provvedere subito all'erogazione. C'è un altro tema, lo aggiungo, che è la non possibilità di ulteriore moratoria per i mutui delle imprese, cioè quelli che hanno già avuto la moratoria per un determinato lasso di tempo. Anche lì cerchiamo con le banche assieme trovare delle soluzioni alternative, perché questo potrebbe davvero costare, per così dire, la vita a tante aziende se non si riesce a trovare una soluzione anche per la rata del mutuo che adesso scade a marzo, per esempio. Im Chat sind keine weiteren Fragen. Wenn noch eine Frage live ist, dann würde ich sie noch mitnehmen, ansonsten schließen wir die Pressekonferenz. Non vedo altre domande. Allora, entschuldigen Sie, hat die zweite Frage über den Computer. Ja, stimmt. Danke für den Hinweis. Ja, wir werden heute Nachmittag auch darüber sprechen. Es gab verschiedene Hinweise. Das ist natürlich jetzt in Zeiten des Digitalen das Problem der SIM-Karte mit dem Handy oder vielleicht der Druckerpatrone oder Ähnliches geben kann, und dass man hier die Möglichkeiten schaffen soll. Wir werden das heute Nachmittag besprechen. Wir
nehmen solche Hinweise natürlich ernst. Das ist zum anderen das Thema, das natürlich Elektrofachgeschäft, alles Mögliche betrifft und es dann auch durchaus ein bisschen in Spielzeugkonsolen und anderen, also Spielkonsolen und anderen geht und dass es zum Teil auch sehr große Einzelhandelstätigkeiten sind. Zum anderen die Notwendigkeit, hier bestimmte Güter, die man mittlerweile tatsächlich als Güter des täglichen Bedarfs definieren kann, hier auch die Möglichkeit zu geben, diese zu erwerben, gerade jetzt in dieser Zeit. Deshalb werden wir das heute Nachmittag besprechen und gegebenenfalls auch entsprechende Maßnahmen treffen, eventuell eben mit der Verordnung, die ohnehin morgen notwendig sein wird. Das werden wir am Nachmittag noch besprechen. Facciamo anche in italiano questa domanda che era sì, stata... per questi ovviamente negozi di elettronica, elettrodomestici e quant'altro, il tema è soprattutto quello della SIM card, anche diciamo del tutto le forniture che servono per poter usare il proprio computer, per la stampante e tante altre cose, oltre all'assistenza, perché l'assistenza è già messa, però qui si tratta proprio di acquisto, ci è arrivata questa segnalazione che qui ci sarebbero delle difficoltà, noi oggi useremo questa riunione di giunta in pomeriggio anche discutere questo tema, eventualmente una eventuale modifica potrebbe rientrare nel provvedimento di domani, adesso vediamo di capire meglio e poi decidere se è del caso. Danke Barbara Varesco fürs Nachfragen, mir war die Frage auch entgangen. Damit beschließen wir die Pressekonferenz. Dico grazie al Presidente Arno Kompatscher, alla Vicepresidente Walter Teck qua nello studio. Danke Ihnen, den Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen und den Zuschauerinnen auf unseren Kanälen auf Facebook und YouTube. Schauen Sie auf sich, schauen Sie auf Ihre Umgebung, auf Ihre Mitmenschen. Ich wünsche einen trotzdem schönen Faschingsdienstagnachmittag.